Was da los? Was haut da unten nicht hin? Irgendwas passt da nicht. So, es wird irgendwas mit Krampf da drinnen gehalten. Okay. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, bitte verzeiht mein äußeres Erscheinungsbild, ganz unrasiert und ungeniert erscheine ich da zu einer weiteren Reaction hier am Freitag, Freunde. Ja, ich bin leider krank, mich hat's erwischt und nein, keine Sorge, es ist kein Corona, das ist auch keine Corona-Edition dieser Reaktion, sondern mich hat der Männerschnupfen erwischt. Ich war jetzt gerade auch testen, also ich bin sicher, es ist kein Corona. Ich hatte Männerschnupfen erwischt und während ich hier sitze und meine Abwehrkräfte gegen den Virus kämpfen des Männerschnupfens, habe ich mir ein Beispiel genommen und mir gedacht, na, warum, Axel? Sicherlich nicht da im Bett ausruhen, sondern auch du musst als Abwehrkraft da irgendwie eine Erscheinung treten gegen den Virus des Wambo-Rambos, der da anscheinend zu einem weiteren Video bei Leon aufgetaucht ist, Freunde. Freunde, nicht vergessen, in 2 Wochen ist es soweit. In 2 Wochen am 26. der offizielle Drop von MEM Art Destructeur um 19 Uhr. Geht jetzt, erster Link in der Infobox, tragt euch auf memvienna.com in die Mailingliste ein, denn da gibt es zukünftig auch die meisten Early Access Codes und auch die Möglichkeit, ein limitiertes Friends and Family Shirt zu gewinnen. Das heißt, tragt euch da in die Liste ein, es ist eine Geschichte von 5 Sekunden. Ganz, ganz wichtig. Das machen. Aber ich will jetzt gar nicht mehr länger quatschen, Freunde. Wir schauen uns den Wambo Rambo an. Here we go. Okay, deine Jacke, was haben wir da? Moncler. Oh, ja. Das habe ich schon. Was? Was ist da für ein wildes Outfit am Start? Heute drehen wir wieder, wie viel ist dein Outfit? Wir haben wieder eine Special Edition und zwar... Leon macht das schon intelligent, dass der immer das Gleiche anhat. Somit weiß man nie, wann die Videos gedreht wurden. Ich bin zu einem Videodreh eingeladen. Übrigens gerade ganz wilde Diskussion mit Gucci Potter und weiß ich nicht was. Da habe ich auf den Reaction-Kanal eine Reaction hochgeladen, unten in der Infobox verlinkt. Und dort, wie viel ist dein Outfit wert zu machen? Die beefen sich anscheinend gerade. Mit einem Rapper. Ich bin gespannt, was für Outfits wir haben. Und ja, heute haben wir... Ja, krasser Rapper, der Wambo Rambo, man kennt's. Rambo 359. Umfang. Minus 9 Grad, es ist ziemlich kalt, ich bin in T-Shirt unterwegs, aber wir gehen bei jedem Wetter raus natürlich, ne Zacker? Bei Sturm und bei Eis. Auf jeden Fall, wir sind hier am Hafen, das Wasser ist noch nicht gefroren und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Wie heißt du? Wo war das bis gleich? Ah, da haben wir ihn schon. Und wie er grinst, weil er weiß, heute hat er echt jeden einzelnen Cousin abgeklappert, um irgendwas, was Marke zu hat, in diesem Video zu flexen. Wir haben wahrscheinlich eine Moncler-Jacke, wir haben ein Palm Angels-Shirt. Wo ist das Shisha-Mundstück? Oha, Freunde, wird von Mal zu Mal immer wilder. Jetzt trägt er sogar schon Bart und hat hier eine Waffe am Start. Also von Musikvideo zu Musikvideo immer krasser, der Rambo. Ich heiße Rami, Bruder. Rami, was geht? Nicht mehr Rambo, oder was? Ich glaube heute. Nächstes Mal ein Videodreh hier. Videodreh. Ah. Oh, man sieht, jetzt sehe ich es erst den Mercedes im Hintergrund. Da zahlen 17 Cousins das Leasing dafür monatlich. Er hat mich heute eingeladen zu seinem Videodreh. Kurz ein Outfit-Video machen, ne? Können wir gerne machen. Bin gespannt, was du so hast. Wie war der Dreh? Sehr gut. Also wir drehen auf jeden Fall noch weiter. Ja. Wir fahren gleich nach Bergedorf. Also es wird auf jeden Fall... Wird ein krasses Video. Na, ein geiles, sehr geil. Ja, das sieht auch sehr, sehr emotional. Also ich frage, sehr emotional, das Video. Na, da bin ich natürlich gespannt. Wahrscheinlich eh wieder unten in der Infobox verlinkt, Freunde. Schaut's gerne bei Wambo Rambo da, der Rapper verlinkt. Schaut's da gerne vorbei. Ich frage mich nur, ob er das Palm Angels Shirt wieder mit Rambo und 359 verzieren hat lassen. Wieder offizielle Kooperation mit Palm Angels natürlich. Wie tut mein Vater ein bisschen, wie er gestorben ist, weißt okay. du? Oha, okay. Und ich mach da Jokes und... Schlechtes Gewissen. Ja. Wann kommt das denn online? Muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht, aber wahrscheinlich vor meinem Geburtstag. Ma, jetzt fühle ich mich ausgebremst, jetzt traue ich mich nicht mehr, das wäre sonst gemein. Zeug, oder? Okay. Schreibt mir das, ich packe euch das in die Videobeschreibung, Leute. Erster Link, könnt ihr abchecken, ne? Bin gespannt, was... Ja, Freunde, checkt das Video ab, ein emotionales Video kann man auf jeden Fall dafür, dass wir da gerade so... Aber er hat mich auch gedisst, ich wusste nicht, egal. Da gemacht hast, ne? Hast du da auch geile Autos geholt, oder? Ja, natürlich. Du hast ja gesehen gerade. Also, okay. Mädels Lambo auch, oder? Mädels auch? Nee. Nur Autos, ne? Nee. Okay, easy. Objektophilie nennt man das. Okay, Ramin, lass mal anfangen bei den Schuhen. Was haben wir da? Bruder, wir haben die Jordan. Okay, stabil, Bruder. Die fitten ihm auch ganz gut. Eins, Dark Mocker. Ja. Hose passt auch diesmal. Nein, ich mache jetzt nicht extra Komplimente wegen der Situation vorher, sondern wir bleiben trotzdem straight. Wo kriegt man die her und was zahlt man für die? Eigentlich so online, weißt du, weil die sind ja ein bisschen speziell, sag ich mal so. Okay, so ein bisschen limitiert, ne? Ich habe die bei Stockix gekauft. Ja, für? Für 350. 350 Euro? Ja, genau. Okay, nicht schlecht. Hast du
die jetzt auch zum Drehen gehabt, ja. Ja. Wechselst du dein Outfit, ja, oder? Ja, das sowieso. Okay, okay. Was haben wir noch? Hose? Jack and Jones. So, alle 14 Tage mal. Jack and Jones Hose. Oh, Jack and Jones, Katastrophe. Weg damit. 70, 80. 70, 80, ja. Okay, entspannt. Gürtel? Kein Gürtel. Kein Gürtel? Kein Gürtel, wie immer. Das kennen wir von ihm ja schon. Nein, halt nicht. Was haben wir für ein T-Shirt? Palm Angels. Sag mal ein bisschen Kamera, Palm Angels T-Shirt. Palm Angels. Palm Angels macht... Palm Angels macht so stabile Sachen aktuell. Ich habe mir gerade den Strick weitergeholt und jetzt hole ich mir noch eine Jeansjacke. So wilde Sachen aktuell. Keine Ahnung, was da abgeht. Wo hast du das her? Von Alzerhaus. Alzerhaus. Ja. Was zahlt man da für so ein T-Shirt? 200. 200 Euro, ja. Okay. Okay, deine Jacke, was haben wir da? Moncler. Zeig mal ein bisschen die Kamera. Warum trägst du Moncler? Das ist mein Lieblingsmarke. Shop. Das ist mein Lieblingsmarke. Probier's nochmal, komm Leon, jetzt geht's. Shop. Das hat... Style und das Geld, Digga. 1200. Ah, das dürfte aber schon, entweder sind alle getestet oder wann haben die das aufgenommen? Wann hast du bezahlt? Kommt mal jetzt, hast du keine Schutzmaske tragen. Ja. Wo hast du die her? Online-Shop. Online-Shop. Also direkt bei Moncler. Direkt bei Moncler im Online-Shop, ja. Okay. Bist du zufrieden mit der? Ja, also... Ist sie bequem, hält die gut warm? Hält warm. Hast du da noch diesen Comic drin an der Seite oder hat nein, die das gar nicht? Nein, das ist jetzt neu. Aha, wo ist der Comic? Das ist das. Die neuen haben das gar nicht. Die neuen haben das gar nicht. Okay, was haben wir noch? Uhr? Schmuck? Uhr habe ich heute nicht. Schmuck habe ich noch. Schmuck. Was ist mit dem Shisha-Mundstück passiert? Guck mal, beim letzten. Das 17 Karat Shisha-Mundstück. Diesmal hattest du doch so eine Shisha-Pfeife, ne? Heute AK. Heute AK? Aus Geld. Okay. Der hat. Der hat. Lass mich. Der hat 17 Karat. Lügen 500. 500 Euro? Ja. Okay, das ist dann echt Gold. 18 Karat sowieso. Also 18 Karat. Türkei 100%. Ja, 18 Karat. Also sowieso. Okay. Und da haben wir auch vom letzten Mal normal Taui. Taui. Normal, ist Standardpreis bei ihm. Kette kostet immer 18 Karat, 1000 Euro. Ja. Okay, das heißt 1500 für die Kette. Nein, 1000 für die Kette und die AK 500. 800? AK. Die verstehen sich ja sehr gut, die zwei. 500? Achso, AK 500, ja, okay, okay, easy. Okay, was haben wir noch? Nichts eigentlich. So. Nichts. Okay, Leute, Autopreis will ich einmal hier an. 3330 Euro. Nein? Okay, Stabil. Rami, a.k.a. Rambo, a.k.a. Bambo. Rami, cooles Outfit. Ja, danke. Bin gespannt, was für Outfits du noch trägst in deinem Video, ne? Ja. Willst du irgendwas in die Kamera sagen? Nicht, also, ihr könnt mich gerne auf Instagram folgen, auf YouTube, ja. Wie heißt du da? Ich heiße Rambo da. Rambo? Ja, bei, ja. Einfach bei Instagram Rambo eingeben? Nee. Einfach Rambo da eingeben und dann kommt sie direkt zu ihm. Bei Instagram Rambo-359-official und bei, also bei YouTube Rambo359. Wir haben einen im Chat, im Stream, der heißt genauso. Ich frage mich jedes Mal, ob er das ist, weil der hat auch vorgeschlagen, wir sollen das schauen. Okay, habe ich auch in der Beschreibung verlinkt. Check das ab, Leute. Wie heißt du? Maher. Okay, lass... Maher. Lass uns mal bei deinem Alhamdulillah Maher. Wilde Styles, die dir da alle tragen. Also, ich hab selber, also da hat Rami auf jeden Fall, wenn er jetzt Rami und nicht mehr Rambo genannt werden möchte, noch den besten Fit. Ich will den jetzt da noch sehen, weil, Entschuldigung, das brauchen wir uns jetzt nicht wirklich anschauen. Ist entspannter, ja. Das ist schon nicer. Oha. Wildes Hemd, so ein bisschen auf Versace angelehnt mit diesen Statuen, glaube ich aber nicht. Also das stand auch in meinem Zeugnis und so. Ich nehme. Okay, mit der blauen Hose dazu, so weit wäre ich nicht mehr gegangen. Diesen Namen nicht wegen der Rapper oder so. Ist einfach so ein... Der ist auch Rapper. Entspannterer Name, ne? Also der ist auch schwer motiviert für das Video, wie man sieht. Also, ne, ich habe meinen Bruder Rami, er ist auch Rami. Der ist 1,5 Jahre älter als ich und meine Mutter hat immer Wasimo zu mir gesagt und mein Bruder, er konnte das nicht aussprechen und hat deswegen dann aus Wasimo und Imo gemacht. Was ist da unten? Ist das D-Square einfach? Okay, okay, so, deswegen, so kommt der Name zustande. Okay. Okay, Nemo, was haben wir für Schuhe? Nike Vapor Max? Max, du schaust du hin. Das ist einem ins Auge gestochen, okay? Ja, korrekt. Hast okay. Das ist ein gutes Auge. Nike Shox am Start. Okay. Ja. Ah, Shox, sag ich. Vapor Max. Muss ja, mit der Zeit wächst das Auge, ne? Ja, nicht schlecht. Was haben wir da? Was kosten die? 210, ne? 210, stimmt. Ich dachte an 180, aber 210. Nee, 210 habe ich bezahlt. Und wo kriegt man die her? Ich hätte es mehr gefühlt mit so einer weißen Anzugshose. So ein bisschen auf Pablo Escobar angelehnt. Wär cool gewesen. Tatsächlich lange gesucht. Das sind diese weißen Schuhe. Ich hatte die auch in schwarz gehabt. Mhm. Aber ich habe die nie so gefunden. Und dann einmal habe ich die bei Snipes gesehen. Okay, kranke Story. Ja, Snipes habe ich die gekauft. Ja. Okay, nice. Was haben wir für eine Hose?
Im Hintergrund hört man schon den Rambo aufs Gas drücken. Die ist selbst, habe ich schneidern lassen. Ja. Selbst schneidern lassen? Ja. Mhm. Von einem Schneider, von meiner Mutter hat mir empfohlen, habe ich so 200 Euro bezahlt. 200 Spannend. Euro? Ja. Digga, ich finde das gar nicht so schlecht mit dem Hemd kombiniert. Das sieht cool aus. Ja, ich wollte eigentlich dieses Blau hier nehmen. Ja. Brudi, bist du farbenblind? Das ist jetzt nicht wirklich das Gleiche. Aber schön, dass du überhaupt blau getroffen hast. Ich glaube, Königsblau heißt das. Aber die ist extra für mich in 10 Warenhäuser gegangen. Hat nicht gefunden. Und dann meinte sie, okay, hey, ich habe dieses Blau nicht, was du haben wolltest. Aber es gibt hier dieses hellere Blau. Dieses hellere Blau gibt es da. Weil sie meinte, zurzeit ist grün ist so in. Ja. Gibt's ja, grün wäre hätte ich auch noch nicer gefunden, tatsächlich. 20, 30 verschiedene Grüntöne, aber blau. Oder pink wäre witzig gewesen. Also blau gibt's gar nicht. Okay. Und dann hat sie gesagt, ja, hier, das kannst du so kombinieren. Und meinte ich, ja, okay. Er hat so ein Hemd und lässt sich dann extra eine Hose dazu schneidern. Das okay, nicht schlecht. Was haben wir denn für ein Hemd? Woher ist das? Das habe ich von Versace geholt. Ah. Ja, Versace Hemd ist das. Versace Hemd, ja. Finde ich aber cool. Wenn man es nice kombiniert, auf jeden Fall. Okay, also Jeans Hemd. Ja, Versace Jeans. Oder nee, Versace. Gähnt der die ganze Zeit oder macht er einfach so den Mund auf, wenn ihm langweilig ist? Jeans Hemd. Achso, okay, also, okay. Was zahlt man denn für so ein Hemd? Da. Ist das ein Gähnen oder was macht er? Ist unterschiedlich, aber... Also was hast du dafür bezahlt? Habe ich so 600 bezahlt. Okay, nice. Ich finde, das sieht... 600 Euro für das Shirt. Hemd. Gut kombiniert aus. Trägst du gerne bunt? So ein bisschen was Außergewöhnliches, was andere nicht tragen, oder? Ja. Ich mag auch, weil hier in Deutschland gibt kein Versace-Store und so und keiner hat so. Und weißt du, bunte Sachen gefallen mir gut. Ich finde, dieses Schwarz kommt immer so ein bisschen depressiv rüber. Ja. Also weißt du, so... Ja, normal. Nichts Besonderes, so, weißt du? Okay, was haben wir noch, Nimo? T-Shirt so an. T-Shirt, ja, was haben wir für ein T-Shirt? Auch dieses T-Shirt. Achso, auch dieses T-Shirt von Versace, ja? Ja. Gähnt der, was macht er jetzt? Gähnen oder abgesehen davon, dass er einfach das gleiche Shirt nochmal drunter anzieht? What the fuck? Aber gähnt der oder was tut der? Sehr Kunst. Ist das ein Gähnen schon, oder? Ein Gähnen, was hat er da jetzt an? Plastik, sag ich mal, ne? Michelangelo, ja. Was zahlt man dafür? 300. 300 Euro. Okay, nicht schlecht, Digga. Was haben wir noch? Auch Gürtel. Gürtel. Versace-Gürtel. Mm. Den habe ich geholt für 53, aber ich musste damit auch nochmal zum, wie heißt der, diese... Was ist mit dem Hosen? Ich meine, find's nice, dass du dir da deine Uhr selber, deine Hose selber machen lässt, aber irgendwas passt da doch nicht zusammen, oder, da unten? Schaut aus, als würde man nochmal einen Reissackel, das aus allen Nähten Platz zumachen wollen. Ledermacher. Schneider? Nein, nicht Schneider. Schneider ist was anderes. Ledermacher, keine Ahnung. Was da los? Was haut da unten nicht hin? Irgendwas passt da nicht. So, es wird irgendwas mit Krampf da drinnen gehalten. Okay. Machen mit Leder. Egal, so ein extra für Leder spezialisiert. Ja. Ich musste den in einer anderen Größe bestellen, weil die anderen waren alle ausverkauft. Okay. Und dann habe ich den Schnippschnapp. Verkleinert. Also zu dem Schneider würde ich bei Gott nicht mehr gehen. Okay, Digga, dann haben wir alles. Ja. Okay. Leute, Outfit-Preis bin ich hier ein. Nemo, cooles Outfit, mal was anderes. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemanden grüßen, dein Instagram. Gehen nochmal in die Kamera, das wäre nice. Ja. Ach, halas. Guckt so nicht diese Videos. Also, guckt nicht meine Videos, ne? Nein, das ist so, weißt du, ist scheißegal, wie viel ist dein Outfit wert. Hauptsache, du musst ein bisschen sich wohlfühlen, ein bisschen bequem muss sein, nicht immer diese Leggings tragen, guck nicht so auf Preise, einfach schön anziehen, aber scheißegal, wie viel das kostet. Ja, ich find's nice, dass er diese Substanz und gehaltvollen Worte nochmal so schön verpackt hat auch, ja. Also, top. Ja, spannendes Video, auch mit Rambo. Immer noch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, aber das passt schon, Freunde. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Nicht vergessen. 26. in 2 Wochen der offizielle Drop von MEM8 Destrukteur in der Mailingliste eintragen. Verlinkt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann am Sonntag oder am Mittwoch wieder mit dem Unboxing vom Shopping-Stream. Das Paket ist da, aber ich bin krank und weiß nicht, wie viel Bock ich habe, jetzt noch ein Video direkt danach zu drehen. Wie auch immer, Freunde, das war's von mir, euer Maximilian.